Hi, ich bin der Micha von K-Medien. Ich habe euch heute wieder eine Produktneuheit aus unserem Haus mitgebracht, die ich euch gern kurz vorstellen möchte. Gehen wir davon aus, ihr habt euch ein Wohnmobil gekauft, in dem bereits ein Veko-Rückfahrsystem verbaut ist. Ihr möchtet aber zu der einen Kamera, die euch den Nahbereich hinter dem Fahrzeug zeigt, auch sehen, was der nachfolgende Verkehr macht. Dafür haben wir die perfekte Kamera für euch an Bord. Unsere Doppellinsenkamera, die CMDRFK1. Diese verfügt über zwei Kameramodule, die euch einmal den Nahbereich hinter eurem Fahrzeug mit einem Öffnungswinkel von 120 Grad zeigt und zum zweiten auch als digitaler Rückspiegelersatz dient, indem sie nämlich mit dem zweiten Kameramodul mit einem Öffnungswinkel von nur 60 Grad mit einer exzellenten Tiefenschärfe euch den nachfolgenden Verkehr zeigt. Und wie ihr diese Kamera jetzt an unseren Monitor NMR7 unter Verwendung des Veko-Systemkabels, was bei euch bereits verlegt ist, anschließt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Voraussetzung, dass unser Adapter passt, ist, dass in eurem Fahrzeug ein Veko-Systemkabel verbaut ist, das die Firma Veko oder Neu-Dometic seit 2010 in ihren Fahrzeugen verbaut. Ihr erkennt das Kabel ganz einfach an den 6 Pins, die sowohl im Stecker als auch in der Buchse halbmondförmig angeordnet sind. Darüber hinaus verfügen die Anschlussstecker und Buchsen über Schraubgewinde, um die Kabel miteinander zu fixieren. Das mitgelieferte Anschlusskabel zu unserer Doppellinsenkamera können wir für unseren Test getrost beiseite legen, denn wir wollen ja das vorhandene Systemkabel verwenden. Der Anschluss ist spielend einfach. Ihr sucht euch einfach die offenen Kabelenden von eurem Veko-System und nehmt das passende Adaptergegenstück, um es an das Kabel anzuschließen. Ich beginne hier einfach mal kameraseitig mit unserem Kameraadapter für das Veko-Systemkabel mit den 4 Pins, die auf unsere Doppellinsenkamera passen. Die Verbindung geht ganz einfach. Sowohl auf dem Veko-Systemkabel als auch auf unseren Adapterkabel sind entsprechende Pfeile, die euch die Einschubrichtung zeigen. Nach Fixieren des Steckers mit der Überwurfmutter ist der Adapter fertig montiert. Jetzt können wir bereits unsere Twin-Kamera an das Kabel anschließen. Ich nutze hier als erstes unsere Nahbereichskamera, die ich an das Adapterkabel an den Port 1 anschließe. Die Fernkamera schließe ich an den Port 2 des Adapterkabels an. So könnt ihr das Ganze jetzt direkt schon in eurem Fahrzeug verbauen. Der Anschluss ist fertig und ihr müsst an diese Stelle nicht mehr ran. Kümmern wir uns jetzt um den Anschluss monitorseitig. Der geht ähnlich einfach. Auch hier sucht ihr euch das offene Kabelende eures Veko-Systemkabels raus und steckt unseren Adapter mit den entsprechenden Cinch-Anschlüssen und der Niedervolt-Stromversorgung an das Veko-Systemkabel dran. Auch hier wie immer die Pfeile, die euch den korrekten Anschluss zeigen. Auch das fixiert ihr mit der Überwurfmutter. Damit es auf meinem Aufbauplatz hier jetzt etwas übersichtlicher wird, lege ich das Veko-Systemkabel einfach zur Seite. In eurem Fahrzeug ist es ja ebenfalls bereits verlegt und ihr seht es nicht. Kommen wir jetzt zum Anschluss des Monitors und ihr werdet sehen, auch das ist ein Kinderspiel. Der Monitor wird mit einem Anschlusskabel geliefert, das in etwa 1,50 Meter lang ist und am Ende entsprechende Cinch-Anschlüsse hat, sowie eine Niedervolt-Stromversorgung. Unser Adapterkabel hat die passenden Gegenstücke. Die Fernkamera für die Beobachtung des nachfolgenden Verkehrs schließt ihr einfach an den Videokanal 1 eures Monitors an. Das ist der Videokanal, der permanent in Betrieb sein kann und euch so den nachfolgenden Verkehr zeigt. Ebenfalls nutzt ihr von diesem Videokanal die Stromversorgung. Ganz einfach zu erkennen, die Kabel sind immer gemeinsam konfektioniert. Um auch die Nahbereichskamera jetzt anzuschließen,
nehmt ihr die verbleibenden Kabelenden und fügt die zusammen. Die Nahbereichskamera schließen wir immer an dem Videokanal 2 bei unseren Monitoren an, weil der Videokanal 2 bei unseren Monitoren in der Regel der Prioritätskanal ist, der auch die Möglichkeit hat, Distanzlinien einzublenden. Zusätzlich verfügt dieser Videokanal über einen sogenannten Schaltimpuls, der den Monitor bei Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch einschaltet. Also last but not least schließen wir jetzt noch das Schaltimpulskabel von unserem Monitor, in diesem Fall mit Reversing Lamp gekennzeichnet, an unseren Rückfahrscheinwerfer an. In unserem Versuchsaufbau haben wir hierfür einen Schalter installiert, der das Einlegen des Rückwärtsgangs simuliert. Fertig! Wenn ihr jetzt noch die Spannungsversorgung des Monitors über Zündungsplus sicherstellt, ist das System direkt betriebsbereit. Ich möchte euch kurz vorführen, wie es jetzt tatsächlich funktioniert. Wenn ihr den Monitor jetzt einschaltet, seht ihr auf Videokanal 1 direkt die Fernkamera, die euch den nachfolgenden Verkehr zeigt und quasi als Rückspiegelersatz dient. Wenn ihr jetzt den Rückwärtsgang einlegt, schaltet die Kamera automatisch auf den Nahbereichsvideokanal um. Ihr seht das Bild im Breitbild und seht genau, was sich hinter eurem Fahrzeug abspielt und könnt problemlos und vor allem unfallfrei in die nächste freie Parklücke manövrieren. Nehmt ihr den Rückwärtsgang wieder heraus, schaltet das System automatisch wieder auf die Fernbereichskamera um und ihr seht wieder den nachfolgenden Verkehr. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Wie ihr gesehen habt, läuft das ganze System tatsächlich über euer vorhandenes WEKO-Systemkabel. Ihr habt euch den Verlegeaufwand eines neuen Anschlusskabels komplett gespart und konntet unser steckfertiges System direkt in Betrieb nehmen. Ihr habt einfach unser WEKO-Adapter für unsere Twin-Kamera DRFK1 genutzt, um sowohl die Kamera als auch den Monitor an das WEKO-Systemkabel anzuschließen. Unser Monitor stellt die Spannungsversorgung für die Kamera sicher und die Videoübertragung erfolgt ebenfalls über die vorhandene Kabellage. Ihr müsst einfach noch den Schaltimpuls anlegen für die Aktivierung mit Einlegen des Rückwärtsgangs. Fertig! Ich freue mich jetzt schon drauf, euch wieder eine Produktneuheit aus unserem Haus vorstellen zu dürfen und wünsche euch bis dahin in jedem Fall allzeit gute und vor allem unfallfreie Fahrt. Tschüss, euer Micha von Carmedien.